Ja, wir haben heute den Hasso hier. Ich darf ja Hasso sagen. Wir kennen uns ja schon, weiß nicht, wie lange wir uns kennen. Na, 30 Jahre. 30? Ja, ich weiß, dass du mir den Arsch versohlt hast. Und ich mal bei dir Brause trinken gegangen bin, als du damals noch nicht den Turm hattest in der Sonderallee. Du hast ja vorher viele Jahre den Turm gehabt in der Sonderallee an der Ecke. Am Innensportplatz. Am Innensportplatz. Innensportplatz. Warum bist du da eigentlich weg? Das will ich dir sagen, weil es nach 22 Jahren mit einem Mal dem Eigentümer nicht mehr gefallen hat, eine Gaststätte in seinem Haus zu haben. Das ist ja heute so eine üble Erscheinung, dass wir jetzt einmal keine Gaststätte mehr haben wieder. Und dadurch sind natürlich auch die Fidelen Rixdorfer, deshalb ist ja das Gespräch heute, umgezogen mit dir gemeinsam. Wir mussten umziehen in den neuen Turm, ein paar hundert Meter weiter nur. Jetzt sind wir am Herzbergplatz und in den Räumen macht genauso viel Spaß. Also ich war ja da, wir haben ja schon öfter da gesehen, wie schön es da ausgestattet ist und es macht ja auch Spaß und die Leute haben immer Freude dran. Aber mich würde einfach mal interessieren, sag mal, also seit wann gibt es eigentlich die Fidelen Rixdorfer? Wann wurden die mal gegründet? Das würde ich dir sagen, 1950. 1950 haben sich so einige lustige Berliner Neuköllner zusammengefunden, waren in erster Linie Geschäftsleute, Ärzte, die gesagt haben, Mensch, wir müssen aus dem Dilemma was machen. Wir möchten einfach, dass unsere Mitbürger nach diesen vielen Jahren der Traurigkeit wieder Spaß haben. Und dann haben die Karnevalsgesellschaft für den Rixdorfer gegründet. Und was hast du bei den, für den Rixdorfern zu sagen? Naja, heute bin ich nun mal Präsident dieser Gesellschaft. Schon viele Jahre, soweit ich weiß, ja. Viele, viele Jahre. Sag mal, habt ihr eigentlich Nachwuchsprobleme? Nein, eigentlich nicht. Meine, bei den Mädchen, Tanzgarde und so? Bei der Tanzgarde wäre es mir natürlich immer wieder lieb, wenn sich junge Mädchen so ab 13, 14 Jahren, die Spaß am Tanz haben, bei uns melden, um mitzumachen. Sie müssen dann natürlich auch hart trainieren, das zweimal die Woche. Aber ich glaube, sie lernen da viel und was vor allen Dingen Spaß macht, die Freundschaft und Kameradschaft in einem Kreis Gleichgesinnter. Und das macht ja eigentlich immer sehr viel Spaß. Wir haben ja zu Silvester und zum Rosenmontag eine Sendung ausgestrahlt gehabt, die wir im Hotel Berlin aufgenommen hatten, eure Prunksitzung, mit großem Anklang. Ich weiß, dass also viele Leute angerufen haben und mit dir sogar darüber gesprochen haben. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Aha, ganz schlecht, das Datum steht fest, 18. November, aber wir haben einfach keinen Saal. Schwierig ist, dass immer mehr große Säle zugemacht werden. Die Hotels, auch das ist eine Erfahrungssache, bis aufs Interconti. Ballsäle haben nur bis etwa 400, 500, weil die das Jahr über gesehen wirtschaftlich sind. Und die sind natürlich derart ausgenutzt, dass wir diesmal wirklich dastehen, ohne einen Saal zu haben. Und nur notgedrungen überlegen, was können wir tun, wo können wir das überhaupt nur spielen. Und ich wäre sehr dankbar, wenn irgendjemand aus dem großen Kreis des Publikums uns irgendwelche Vorschläge machen würde. Und sagen würde, pass auf, hier in dem Saal könnt ihr das machen. Die Schwierigkeit ist, dass wir natürlich auch eine Gastronomie dort brauchen. Denn unsere Ballbesucher, die wollen ja nicht nur trinken, ein trinkfreudiges Volk, sondern sie wollen ja auch etwas zu essen bekommen. Und das, wenn es geht, noch etwa bis 23, 24 Uhr. Und daran ist die Schwierigkeit zu sehen. Ja, nun soll ja Entspannung die Schultheiß-Brauerei zumachen. Da wäre natürlich großes Gelände übrig, aber ich meine Spaß beiseite. Also für wie viele Personen müsste denn dieser Saal ungefähr ausgestattet sein? Also wie viele Personen dürften da reingehen? Das Ideale wäre, wenn wir einen Raum um 800, für 800 Personen circa bekommen könnten. Und dann müsste jemand die Gastronomie übernehmen? Und müsste die Gastronomie übernehmen. So, dann möchte ich dir natürlich auf diesem Weg helfen. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn du mir sagen könntest, wie kann man dich denn erreichen? Am besten sagst du die Telefonnummer zweimal, sonst ruft man gleich wieder bei uns an. Mich erreicht man immer unter der Nummer 687-3592, das Hauptquartier der Fidelen Rixdorfer, der Turm. Erreicht man mich die ganze Nacht durch. Gut, ich wünsche dir und deiner Frau natürlich schönes Osterfest. Fahrt ihr weg? Danke, ach, gar keine Zeit. Ich Geld verdienen. Erstens, um Kohlen zu machen und zweitens meine Kölner
Mitbürger zu verpflegen. Was soll ich sagen, sonst essen? Also bitte, Fidel Rixdorfer. Alles klar? Ja, danke schön, okay.